Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu den GWTV-News von Freitag, den 7. März. Ja, dieweil unsere anderen Kameraschweinchen alle irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs sind, muss ich mal wieder herhalten. Und ich beginne mal mit Titanfall. Das kommt ja nächste Woche am Donnerstag endlich raus. Viele Spieler warten nach der Beta ja auch schon sehnsüchtig drauf. Und wie man es kennt, der ein oder andere wird es sicherlich so ein oder zwei Tage vor dem Release in Händen halten. Das ist natürlich immer so eine Sache, weil auf Xbox gerne mal gesperrt wird. Das soll im Falle Titanfall aber nicht der Fall sein. Wer also bereits am Dienstag oder Mittwoch ein Titanfall in den Händen hält, kann schon munter loslegen. Muss sich allerdings unter Umständen darauf gefasst machen, dass das Spiel noch nicht so ganz rund läuft, weil die Server halt noch eingerichtet werden, der eine oder andere Online-Modus vielleicht noch nicht optimal funktioniert und, wenn es ganz böse kommt, zum Release-Tag die Statistiken nochmal resettet werden. Aber das soll uns nicht daran hindern, schon mal fleißig loszulegen. Joel und Ellie kommen offenbar auf die Leinwand. Wie sich heute im Netz breit gemacht hat, ist eine Verfilmung vom PlayStation 3-Titel The Last of Us in der Mache. Und zwar hat sich Sony Pictures Tochter Screen Games offensichtlich die Rechte an dem Spiel gesichert. Und die Produktion soll durch Sam Raimis Ghost House Pictures erfolgen. Das klingt doch schon mal relativ vielversprechend. Was bis jetzt bekannt wurde, das Drehbuch soll von Last of Us Co-Director und Autor Neil Druckmann verfasst werden. Naja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Ellen Page in der Hauptrolle. Ob das natürlich was wird, bleibt abzuwarten. Ebenso wie die Frage, wann dieser Film dann auch irgendwann mal in den Kinos erscheinen wird. Das kann noch dauern. Die Fans von Call of Duty Ghosts können sich schon mal einen Rotstift in ihren Kalender krallen, denn der Termin für den zweiten großen DLC von vier geplanten ist mittlerweile bekannt geworden. Devastation heißt das gute Stück und es soll am 3. April für Xbox One und Xbox 360 auf den Markt kommen. Spieler dürfen sich auf vier neue Multiplayer-Karten freuen, sowie eine Fortsetzung der Extinction Story. Und Season Pass-Besitzer können dazu noch eine neue Waffe in ihren Rucksack stopfen. Das Ganze soll zu einem Preis von derzeit 14,99 €, allerdings in US-Dollar, auf den Markt kommen. Gut, schauen wir mal. Dass Ubisoft gerne mal Spiele verschiebt, ist ja nichts Neues. In den letzten Monaten hat es ja unter anderem The Crew, The Division und auch Watch Dogs getroffen. Zu The Crew und zu The Division sieht es aber mittlerweile wieder etwas flauschiger aus. In der neuesten Release-Liste wird das Multiplayer-Rennspiel The Crew immerhin für das zweite Halbjahr 2014 gelistet. Und das gute alte The Division, dieser Third-Person-Shooter-MMO im Tom Clancy-Universum, soll es auch noch in diesem Jahr auf unsere Konsolen schaffen. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Speziell The Division könnte eine super interessante Sache werden. Bleiben wir bei Ubisoft. Erst kürzlich wurde ja der Release-Termin für Watch Dogs nun endlich mit dem 27. Mai fest terminiert. Und Ubisoft hat sich jetzt auch nochmal nachträglich dazu geäußert, warum das Spiel denn überhaupt verschoben wurde. Und zwar war es wohl zum Zeitpunkt der Verschiebung komplett spielbar, aber einige Funktionen, speziell beim Hacken, waren noch nicht so, wie sie sein sollten, speziell was die ganzen Zusammenhänge zwischen KI, Hacken und Open World angeht. Das ist natürlich nachvollziehbar und uns ist es ehrlich gesagt auch lieber, wenn das Spiel ausgereift auf den Markt kommt und ein bisschen später als zu früh und dann, ihr wisst schon wie. Gut, sei es drum, noch später wird es allerdings für die Wii U-Besitzer, die Wii U-Version liegt nämlich so mehr oder weniger auf Eis, bis die anderen Versionen fertig sind, soll aber auch in diesem Jahr doch noch auf den Markt kommen und alle Vorzüge der Wii U auch ausnutzen, in welcher Art und Weise, werden wir natürlich noch erleben. Zur Technik hat sich Ubisoft auch noch mal ein wenig geäußert. Und zwar dürfen sich die Jungs, die sich gerne über die Auflösung der unterschiedlichen Plattformen die Köpfe heiß reden, jetzt wieder mal etwas weiter echauffieren. Auf dem PC werden 4K-Texturen geboten, 4K-Auflösung. Das ist natürlich schon mal gewaltig, wer es denn gebrauchen kann. Die PlayStation 4 kommt mit 1080p daher und das Schlusslicht bildet einmal mehr die Xbox One mit 960p. Allerdings dürfen auch nicht alle gleich sofort losjubeln, denn beide Konsolen, sowohl PS4 als auch Xbox One, werden auf 30 Frames pro Sekunde limitiert bleiben. Sei es drum, Michi jedenfalls war vor ein paar Tagen in Montreal und konnte da Watch Dogs schon mal ein bisschen Probe spielen. Dazu haben wir natürlich eine nette Preview auf gameswelt.de, falls ihr am Wochenende nichts Besseres vorhabt und mal ein bisschen lesen wollt. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu tun, als euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende zu wünschen. Und am Montag ist wieder einer von den anderen Kollegen für euch da mit den News vom Montag. Was sonst?